zu kurz, zu teuer oder dann doch ein guter Deal? Heute geht's um Star Wars Jedi Fallen Order, das Spiel, was ich in den letzten 3 Tagen gesuchtet habe. Ich habe es jetzt durch, werde ich mal ein kleines Feedback, ein kleines Review dazu geben, ob sich das Spiel für euch lohnen könnte. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Mein Name ist Weihnachtsbullinat. Bei mir auf dem Kanal gibt es Tipps, Tricks, Guides, Gameplay und mehr zu allen möglichen aktuellen Spielen. Und heute soll es mal um Star Wars Jedi Fallen Order geben, beziehungsweise gehen. Ich habe es jetzt durchgespielt und am Ende kannst du noch weiterspielen. Das ist natürlich nochmal das Erste, was ihr euch wahrscheinlich gerade fragt. Das soll jetzt kein professionelles Review sein. Es soll einfach meine Meinung zu dem Game sein. Und das, was ich am geilsten an dem Spiel finde, ist auf jeden Fall Lichtschwerter anpassen. Aber fangen wir vorne an. Was kriegt ihr in dem Spiel? Was kriegt ihr in dem Spiel vielleicht nicht? Worauf können wir noch hoffen? Und so weiter. Hat es Potenzial? Das klären wir jetzt. Star Wars Jedi Fallen Order, das spielt 5 Jahre nach der Order 66, also nach Teil 3, Star Wars Episode 3 und demnach vor Episode 4. Es ist also ein Lückenfüller für die Zeit. Hier können Star Wars Fans auf jeden Fall eine Menge neue Lore mitnehmen, denn das Ganze ist Kanon. Es ist also offiziell abgesegnet, dass diese Ereignisse so stattfinden. Das weiß man ja nie. Es gibt ja etliche Bücher und so weiter, die halt reine Fiktionen sind, quasi fast schon eine Fanfiction und in der Form sich dann nicht in das Bild einreihen von Star Wars. Von daher erfährst du hier auf jeden Fall nochmal was. Das ist aber nicht mein Fokus, sondern mein Fokus ist das Game an sich. Ja, und das Positivste, wie gesagt, die verschiedenen Laserschwertfarben. Das ist natürlich das Geilste an diesem Game überhaupt. Ich habe jetzt mal Cyan gewählt. Das ist ein etwas helleres Blau. Finde ich sehr, sehr stylisch. Was Star Wars Jedi Fallen Order ausmacht, ist vor allem, dass es nach der Story vorbei ist. Denn das ist heutzutage wirklich was Besonderes. Wer erinnert sich noch an etliche Open-World-Spiele in letzter Zeit? Es ist wirklich gefühlt eine Never-Ending-Story und einfach mal ein Spiel zu haben, was nach Abschluss des Spiels vorbei ist. Ja, du kannst es noch spielen. Ihr seht, ich bin gerade drin. Das ist mein Spielstand, auf dem ich das Ganze abgeschlossen habe. Aber theoretisch kann ich jetzt hier nur noch rummetzeln und neue Objects finden auf der Karte. Ne? Also ich kann jetzt noch suchen. Okay, was gibt es hier? Ob das für jemanden noch was nützt, ist eben die Frage. Es gibt keinen wirklichen Sinn mehr, das zu komplettieren. Das ist erstmal die Sache. Das Spiel hat eine relativ kurze Spielzeit und kostet mit 60 Euro relativ viel. Für mich persönlich macht das aber nichts, denn mein Fazit ist, ich habe es mir auf Origin Access Premier für 15 Euro geholt. Für 15 Euro kriegst du einfach kein geileres Erlebnis als das hier, ja? Und du stirbst die ganze Zeit. Also wenn du so schlecht bist wie ich. Ich hatte in diesem Jahr kein Spiel, was mir besser gefallen hat als Star Wars Jedi Fallen Order. Das liegt ganz einfach daran, dass die meisten anderen Spiele von der Qualität her relativ niedrig waren. Es ist ja eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit beobachten können. Die Publisher haben immer schlechtere Spiele rausgebracht und immer weniger auf die Fans gehört, immer weniger sich eigentlich auch dafür interessiert, was denn die Fans überhaupt wollten. Und von daher hier mal was ganz Altes. Es ist abgeschlossen, es ist fertig, so wie es ist und es ist einfach nur krass. Es ist cool, es ist ein gut gelungenes Spiel mit einer spannenden Story, ein paar interessanten Twists und wie gesagt, Fokus von mir liegt hier auf dem Gameplay. Gameplay-mäßig soll es sich angeblich Richtung Dark Souls einordnen lassen. Kann ich nicht viel zu sagen, denn ich habe Dark Souls nicht gespielt. Ich kann euch aber sagen, dass es relativ knackig ist. Also an vielen Stellen ist dieses Spiel wirklich recht schwer, recht knifflig. Man muss wirklich aufpassen, was man macht, wo man hingeht. Hinterecken lauern, Überraschungen und es ist wirklich cool. Du fühlst dich halt wirklich wie ein Jedi. Du bist sehr squishy, bedeutet, du kriegst sehr viel Schaden rein, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad. Aber im Umkehrschluss kannst du auch sehr, sehr viel Schaden anrichten. Du musst also sehr, sehr geschickt sein, wie so ein Ninja. Und ich glaube, die Samurai waren ja auch Vorbild für den Lichtschwertkampf. Und das lebt man auch hier wirklich, ja. Man hat viel Impact, aber man geht genauso schnell putte. Im Grunde genommen geht es ja eigentlich nur darum, irgendwelche Rätsel zu lösen, irgendwelche Puzzles, irgendwelche Parcours zu laufen, von denen es sehr, sehr viele gibt. Und zwischendurch halt mal zu kämpfen. Also Fokus meiner Meinung nach eher auf Köpfchen anstrengen als auf dummen Gemetzel. Und das gefällt mir wirklich gut. Umfang des Spiels mit 20 Stunden vielleicht. Da bist du dann aber auch schon komplett durch. Wenn dir das 60 Euro wert ist, ist das cool. Denn heutzutage wird ja oftmals der Umfang eines Spiels als Qualitätsmerkmal genutzt. Für mich persönlich ist es das nicht, sondern die tatsächliche Güte des Spiels. Ja, macht es Spaß und das macht es auf jeden Fall. Du hast Erfolgserlebnisse, wenn du dich halt irgendwo durchkämpfst, was du halt ein paar Mal probiert hast, weil du es einfach nicht geschafft hast. Und von daher sehr, sehr belohnt, dass hier einfach mal auch ein Spiel eine Herausforderung ist. Für mich zumindest. Ich bin halt kein Souls-Spieler oder so. Ich spiele solche Titel im Regelfall nicht. Von daher war es für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Einige von euch, die regelmäßig Dark Souls oder so zocken, die sind sowas wahrscheinlich eher gewohnt und finden da kaum Schwierigkeit drin. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber hast ja immer irgendwelche Leute, die es besser können. Okay, sagen wir also, du suchst jetzt ein neues Spiel oder überlegst dir, welches Spiel wünschst du dir zu Weihnachten? Dann willst du vielleicht wissen, ist das was für mich? Für wen ist das denn was? Für Leute, die gerne rätseln. Ey, du bist da im Boden. Die da Spaß dran haben. Ich eigentlich nicht so, aber hier in dem Spiel ist das schon cool. An manchen Sachen bin ich wirklich verzweifelt. Durch andere Sachen halt durchgerusht.
Aber für einige Leute von euch ist es wahrscheinlich dann doch nichts. Für die Leute, die eben eine krasse Open World erwarten. Für die Leute, die hunderte Stunden beschäftigt sein wollen. Denn ich würde sagen, okay, vielleicht machst du hier zwei Runs. Das könnte sich lohnen. Also ich habe jetzt schon Bock, das nochmal zu zocken. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch Bock, hier gerade das nochmal weiter zu zocken. Aber dann ist auch gut. Also ich denke mal, nach 30 Stunden ist das Spiel einfach vorbei. Rechnest du es um auf deine 60 Euro? Ja gut. Hast du eben 2 Euro pro Stunde Spielspaß gezahlt. Ist es meiner Meinung nach wert. Für andere Späße zahlst du da bedeutend mehr. Aber es gibt auch günstigere Unterhaltung. Ist halt die Frage, ob das dein Anspruch ist, was günstiges. Und ich muss sagen, für mich ist das hier tatsächlich eine Rehabilitierung von EA. Sie liefern ein geiles Produkt ab, ohne Mikrotransaktionen. Du hast schlauchartige Level, keine Open World. Es fühlt sich aber trotzdem gut an, hier immer wieder zurückzukehren zu diesen Orten. Und wie gesagt, das Geilste ist natürlich hier Lichtschwertkampf. Das ist einfach ungeschlagen. Du hast so coole Moves. Das bockt schon enorm. Es gibt halt etliche verschiedene Gegnertypen. Also, wenn du kurzweilig ein geiles Spiel suchst, was eben nicht dich 100 Jahre beschäftigen muss, dann würde ich sagen, ist schon geil. Du musst auch kein Star Wars Fan sein auf Krampf, aber es ist schon cool, weil, keine Ahnung, wenn du dein Lichtschwert zum ersten Mal benutzt, ich persönlich musste da einfach nur grinsen und hab's mega gefeiert. Wer möchte, kann übrigens gerne auf meinem Zweitkanal Nahtfrag das Let's Play dazu ansehen. Und hier sieht man wieder so eine klassische Sequenz, die du hier ganz oft hast. Es ist Geschicklichkeit, du kannst verschiedene Machtskills nutzen, du kannst dich an Wänden entlang sliden lassen, hoch und runter drücken lassen von verschiedenen Umgebungssachen, du kannst die Umgebung nutzen für deinen Kampfstil, aber auch für deinen generelles Weiterkommen. Und mit der Zeit wirst du halt immer stärker. Es ist also auch nicht nur ein standardmäßiges, schlauchartiges Durchzocken von Dingen, sondern du machst auch Progress, du machst Fortschritt. Dein Charakter entwickelt sich. Es ist nämlich der Weg zu einem Jedi und eventuell wirst du auch im Rahmen des Spiels ein Jedi. Also für alle Jedi-Fans, ihr kommt vielleicht auf eure Kosten, ja? Ich habe schon einige gesehen, die haben gesagt, ist nicht so geil wie The Force Unleashed. Viele bemängeln auch, dass es kein rotes Laserschwert gäbe, aber es gibt Schlimmeres und es passt hier einfach gar nicht. Ja. Wenn ich ein Fazit ziehen müsste und Punkte vergeben für dieses Spiel, dann würde ich sagen, dann sind das mal satte 8 Punkte, vielleicht sogar 8,5 Punkte. Es ist wirklich ein gelungenes Werk, es ist sehr schnell vorbei. Ja, das stimmt, für heutige Ansprüche sehr schnell vorbei. Das macht aber nichts. Früher waren Spiele mit 20 Stunden mega lang, heute sind sie halt kurz, es ist einfach ein Trend. Aber einfach mal weg von diesem gestreckten Content und ein klares Statement gesetzt. Finde ich gut von EA bzw. von Respawn, finde auch generell die Politik, die hier gefahren wird, sehr, sehr gut. Einfach mal auf unnötigen Schnickschnack, unnötige Mikrotransaktionen zu verzichten. Aber gut, nach Anthem haben sie da auch wenig Wahl. Also das muss man nochmal ganz klar sagen. Es war schon notwendig, hier mal einfach ein Produkt auf den Markt zu werfen, was funktioniert. An einigen Stellen hast du Bugs, das auf jeden Fall. Aber es hält sich wirklich in Grenzen wie die DDR damals. Darf man das sagen? Ich glaube nicht. Was ich an diesem Spiel hier halt mega geil finde, ist, dass du zurückkehren kannst oder teilweise auch sollst an alte Orte, Orte, an denen du schon mal warst, weil du dann auf einmal neue Dinge hier benutzen kannst, ja? Wie zum Beispiel hier konnte ich gerade diese Brücke hier runterziehen, was ich halt vorher nicht gekonnt hätte, weil mir ein Skill dafür gefehlt hat. Jetzt kann ich hier hochgehen, muss da den Ventilator stoppen, hier durch und erlange einfach hier einen neuen Ort und hier gibt es dann nochmal einen Skin. So, das ist halt cool. Es gibt viel zu sammeln, aber es ist rein kosmetisch. Hier haben wir jetzt ein neues Lichtschwertmaterial, Arodium. Sieht bestimmt ganz geil aus. Eines der besten Features an diesem Spiel finde ich persönlich den Abwechslungsreichtum der verschiedenen Gegnerarten hier. Das gefällt mir echt ziemlich gut. Gibt auf jeden Fall eine Menge Dinge, auf die du dich halt neu einstellen musst. Und halt immer eine Tonne neue Herausforderungen. Wie zum Beispiel diese Eisbahn hier. Skifahren macht einfach mega Bock. Oder ist ja eigentlich kein Skifahren, ist Rumsliden. Sagen für Star Wars Fans der ersten Stunde ist das hier gar ein Pflichtkauf. Du hast einfach etliches an Lore. Du hast auch eine Datenbank, auf die du dann zurückgreifen kannst und kannst dir einiges nochmal hier an Lore dazu reinziehen, falls du es denn noch nicht wusstest, über die verschiedenen Planeten, über die verschiedenen Charaktere, die du triffst tatsächlich auch nochmal. Damit ich jetzt lieber nicht ins Detail reingehe, weil das ein kleiner Spoiler wäre. Du findest halt Rudimente aus den Klonkriegen, irgendwo alte Schiffe, heftige Gegner und natürlich findest du auch neue Freunde. Die Geschichte handelt von Cal Kestis, einem machtbegabten Padawan, der sich halt 5 Jahre lang nach den Klonkriegen versteckt hat und dann irgendwann entdeckt wird. Das Ganze sollte ja jedem aus dem Promomaterial schon bekannt sein. Ich meine, es wird einfach nach wenigen Minuten gespoilert und dann weiß er eigentlich schon Bescheid. Das Spiel hier gibt mir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, dieses Jahr einfach nochmal mit einem schönen Titel abgeschlossen zu haben, denn so langsam ist das Gaming ja eigentlich schon vorbei. Es war ja mit eines der schlechtesten
schlechtesten Gaming-Jahre der letzten Zeit generell. Also für mich waren die Highlights Days Gone und Jedi Fallen Order. Was ich auch ganz geil fand, war Death Stranding, aber da hört es dann auch schon auf. Also ein Red Dead PC-Release war auch noch interessant, aber nicht das interessanteste der Welt, von daher. Und ich glaube, dieses Spiel hat auf jeden Fall Potenzial für eine Fortsetzung. Also es macht wirklich Bock auf mehr und dass wir da vielleicht sogar noch was sehen könnten. Denn ich denke, die Verkaufszahlen des Spiels sind ganz in Ordnung. Also viele werden wahrscheinlich Origin Access Premiere genutzt haben, einfach um da günstig dran zu kommen. Ist ja auch Wahnsinn, das nicht zu nutzen. Wer das nicht kann, der kann gerne mal bei meinem Partner Ineba vorbeischauen. Da gibt's PSN-Karten. Ich glaube, 50 Euro Guthaben für 42 Euro. Hier haben wir nochmal ein neues Poncho-Material bekommen. Sieht auch sehr geil aus. Aber am liebsten gefällt mir ja tatsächlich hier das Hello Kitty-Material. Nee, Spaß. Eigentlich nicht. Und ich glaube, mit diesem Stück hat Respawn Entertainment auf jeden Fall was Gutes abgeliefert, was zukunftssicheres. Was jetzt auf jeden Fall einmal schön durchgezockt werden kann und dann wahrscheinlich aber eher beiseite liegt bei den meisten. Einige von euch werden das zweimal spielen. Ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal zu spielen. Und kann einfach nur sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Negative Kritik habe ich kaum eigentlich. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass du an einigen Stellen tatsächlich irgendwie durch den Boden fallen kannst. Ist halt offensichtlich, dass das nicht so geil ist. Aber durch die schlauchartigen Level passiert das echt wenig. Also du hast halt wenig Möglichkeiten, irgendwo mal durch den Boden zu fallen, weil du halt eigentlich nur da lang kannst, wo du auch lang musst. Und es fühlt sich halt einfach nice an, mit der Macht rumzuballern. Ist einfach cool. Du kannst diesen Droiden hier ranziehen und dann auf den anderen werfen. Oder es zumindest probieren. Mit dabei ist ja auch der kleine, süße Droide BD-1. Und mit dem baust du im Rahmen des Spiels auf jeden Fall eine enge Bindung auf, verfestigst deine Beziehung zu ihm. Ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Sidekick, finde ich. Kann man sich ruhig mal gönnen. Cal Kestis an sich, muss ich sagen, finde ich nicht ganz so krass. Also ich finde, er hat wenig Charakter, teilweise weniger Charakter als die Leute, die er trifft. Er ist so ein bisschen so ein glatt geschliffener, polierter Jedi, aber das tut dem Ganzen nicht viel ab, meiner Meinung nach. Erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed Odyssey, wo der Protagonist eigentlich ziemlich egal war. Und ich habe es trotzdem sehr gerne gespielt. Von daher würde ich sagen, war es mal von der Seite aus. Hui. Also das ist wirklich eine Sache, die habe ich oft gesehen. Ich bin ständig gestorben. Das war es dann mal von der Warte aus. Ich würde sagen, gönnt euch das, sofern ihr Star Wars Fan seid, sofern ihr gerne auch rätselt und einfach kämpft in Spielen. Es ist Rollenspiel ähnlich, würde ich mal sagen, aber nicht wirklich ein Rollenspiel, hat ein anderes System. Kann man sich gut mal gönnen. Und in diesem Sinne freue ich mich, euch im nächsten Video zu begrüßen. Schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr Livestreams sehen wollt, und wir sehen uns im nächsten Video. Ah ja, moin. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragenarzt.